Bettwanzen. Ekelthema Nummer 1 im Schlafzimmer. Du kannst durchdrehen dadurch. Mhm. Ja, das ist echt schlimm. Immer häufiger gibt es Schlagzeilen wie diese. Bettwanzen Hauptstadt in Deutschland ist Berlin. Experten schlagen Alarm. Wo mein Vater vor 15, 20 Jahren 5 Bettwanzenfälle im Jahr hatte und wir haben mittlerweile 5 am Tag, ist das schon ein Unterschied. Vor 8 Tagen. Hallo, schönen guten Tag. Hi. Eine Mietwohnung in Berlin. Frank Scheinichen zeigt uns Spuren seines Problems. Zum Beispiel haben sie hier Stellen, hier haben wir sie zerdrückt. Dann haben sie hier eine Blutspur. Dort. Dort oben in der Ecke. Ach, da oben ist aber noch einer. Gucken Sie mal, da oben in der Ecke. Dort. Die bewegt sich immer gerade. Es nervt. Es ist nur nervig, ne? Weil man die ganze Zeit nur immer am Jucken, am Kratzen. Ne? Es juckt nur und kratzt, dann kratzt überall und irgendwann hast du offene Stellen und das ist ja auch nicht schön. Der 44-Jährige hat am ganzen Körper Bissspuren von Bettwanzen. Er hat sich in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema befasst. Die Bettwanzen sind ja ganz schön raffiniert. Ne? Die klettern ja auf die Klamotten von einem und dadurch verschleppt man das als Mensch. Also wenn sie Pech haben, können sie sich auch was mitnehmen. Also am besten nicht hinsetzen. Das ist eine tolle Aussicht. Ja. Frank Scheinichen und seine Familie hatten vor 1,5 Jahren das erste Mal Bettwanzen. Ein Schädlingsbekämpfer versprühte ein Insektizid. Dann war erstmal alles gut. Aber die Bettwanzen kamen zurück. Dann ergriff er selbst Maßnahmen. Ich habe es mit Wärme probiert. Da habe ich mir so einen 3000 Watt Heizstrahler hier hingestellt. Habe für 48 Stunden alles dicht gemacht, dass hier um die 55 Grad war. Ab 60 Grad sterben die Dinger. Hat also nicht ganz geklappt. Nur die Stromrechnung wurde dementsprechend höher. Haben wir dann auch gemerkt. Dann haben wir es mit den handelsüblichen Sprays probiert, die du bei Amazon kaufen kannst. Also wir haben so viel probiert. Also ein paar hundert Euro haben wir jetzt schon gelassen. Heute kommt der gleiche Schädlingsbekämpfer wie vor einem Jahr, Adam Tesma. Hallöchen. Tesma. Ja, wunderbar. Sein Einsatz kostet mehrere hundert Euro. Meistens muss das der Mieter zahlen. Die Bettwanzen sind hier schon lange zurück, aber eine weitere Maßnahme war Frank Scheinichen zu teuer. Jetzt haben wir März, April, Mai, ein halbes Jahr. Ja, ja, genau. Warum? Weil uns die finanziellen Mittel gefehlt haben. Alles klar, dann würde ich sagen, wir gucken uns mal die Couch an. Die Kissen würde ich mir auch angucken. Ihr schlaft hier? Wir schlafen hier, genau. Okay. Adam Tesma erklärt, dass sich Bettwanzen in Bettnähe verstecken, um nachts Blut saugen zu können. Schnell wird er fündig. Hier in diesen Kissen sieht man ganz genau in der Falte, dass die hier mal gesessen haben. Da sind schwarze Punkte, Kotstellen. Das Schlafsofa ist voll mit Bettwanzen. Da haben wir ja schon die ersten Freunde. Hier sitzt eine. Da sitzt eine drin? Ja, natürlich. Na gut, dann. Hier haben wir Bettwanzenkacke, hier haben wir Bettwanzenkacke. Mhm. Hier haben wir Bettwanzenkacke. So, und dann sitzen die hier auf der Scheuerleiste. Mhm. Da haben wir so ein Nest mit Eiern. Ist das für Sie jetzt so ein normaler Einsatz hier oder ist das schon besonders? Nee, also es ist tatsächlich ein ganz normaler Einsatz. Diese Bilder hat Tesma bei Kunden selbst gedreht. Manchmal findet er hunderte Bettwanzen in Wohnungen. So schlimm ist es heute nicht. Der Schädlingsbekämpfer sprüht die Laufwege der Wanzen mit einem Insektizid ein. Nach einigen Stunden dürfen die Bewohner die Räume wieder betreten. In den meisten Fällen hat eine solche Maßnahme Erfolg, sagt er. Bei 80% der Kunden schaffe ich mit einer Maßnahme, die Bettwanzen zu tilgen. In schwierigeren Fällen eine zweite, nach 2-3 Wochen. Und ganz, ganz schwierige, dann noch mal ein drittes Mal und dann ist wirklich Ruhe. Frank Scheinichen hofft, dass er nun endlich Ruhe hat. Was würde Ihnen das bedeuten, Leben ohne Bettwanzen? Ein Leben. Ein richtiges Leben. Das heißt, worauf mussten Sie vorher verzichten? Ja, Gemeinsamkeit mit seiner Frau haben. Weil die sich auch sehr, sehr verschließt, auch so ein bisschen. Ne? Weil wegen dem Bettwanzen ist es auch nicht so schön, wenn man zusammen im Bett liegt. Und auf einmal krabbelt dann eine Bettwanze über einen rüber. Also da bleibt auch ein bisschen Privatleben auf der Strecke. Wir begleiten Adam Tesma zu einem weiteren Einsatz, zu einer WG. Das Schlimmste für seine Kunden sei der psychische Stress, erzählt er.
die sind am Ende. Also ich kenne Paare, die sich trennen wegen Bettwanzen. Die Leute können nicht mehr schlafen, jeder Krümel ist für die eine Bettwanze. Die möchten ausziehen aus den Wohnungen. Also wirklich ganz, ganz dramatische Situationen manchmal. Der Schädlingsbekämpfer hat heute einen ganz besonderen Mitarbeiter dabei, Bettwanzenspürhund Taylor. Taylor bleibt aber erstmal im Auto. Er weiß jetzt, wenn ich den an die Leine nehme, dass seine Arbeit losgeht. Und manchmal brauche ich ein bisschen mehr Vorbereitung, dann ist er ungeduldig, dann läuft er hin und her. Deswegen lasse ich ihn erstmal hier, bereite mir alles vor, hole ihn hoch und dann geht's gleich los oben. Die Bewohnerinnen der Fünfer-WG glauben, Bettwanzen zu haben. Mehrere von ihnen haben Bissspuren. Sicher sind sie aber nicht. Hallo, hallo. Test mal Adam. Ich rieche schon ein bisschen das Unheil hier. Es riecht nach Zitrone. Habt ihr schon selber was gesprüht? Also wir haben mal eine Firma beauftragt, die wohl hier war. Und dann sind wir wieder gegangen. Und dann haben wir fünf Tage später wieder Bettwanzen entdeckt. Das sind ziemlich viele. Gewirkt hat es also offensichtlich nicht. Selbst Maßnahmen zu ergreifen, davon rät der Schädlingsbekämpfer dringend ab. Er findet auch in dieser Wohnung Bettwanzenspuren, kleine schwarze Punkte, Bettwanzenkot. Guck mal hier. Das ist ein schwarzer Punkt. Wenn er verwischt, eindeutig Bettwanze. Bettwanzen oder deren Nester findet er nicht. Die Verstecke zu finden sei manchmal unmöglich, sagt er. Der Raum wird komplett eingesprüht, das Bett wird eingesprüht. Und jetzt kommt die Herausforderung für dich. Du musst leider hier weiter schlafen. Okay. Ja? Das heißt, du spielst hier den Köder. Ja? Schön in die Decke einkuscheln. Dann kommen die Bettwanzen, laufen über das Gift und sind tot. Die Bettwanzen kommen nur aus ihren Verstecken, wenn sie Menschen riechen. In drei der Zimmer findet der Schädlingsexperte keine Bettwanzenspuren. Also hier hat auch die Bewohnerin ganz panisch ein bisschen die Tapete abgemacht. Um sicher zu gehen, dass diese Zimmer keine Bettwanzen haben, holt Adam Tesmer seinen Spürhund Taylor hinzu. Der bekommt eine Kamera von uns und vom Herrchen den Befehl. So. Taylor findet Bettwanzen ungefähr auf 60 cm lebende. Wenn es hier Bettwanzen gibt, hat der Hund eine Trefferquote von 95%, sagt Adam Tesmer. Taylor findet aber nichts. Drei Zimmer der WG sind tatsächlich noch bettwanzenfrei. Adam Tesmer will sicherheitshalber aber auch in diesen Zimmern das Insektizid versprühen. Wenn nach zwei Wochen du keine Stiche mehr hast, ist das Ding erledigt. Dann könnt ihr das Thema Bettwanzen eigentlich vergessen. Okay. Die Studentinnen hatten mit noch Schlimmerem gerechnet. Also die Paranoia war natürlich groß, dass das jetzt nicht bewohnbar ist. Deswegen ist es gerade so, wie als würde ein Stein vom Herzen fallen. Weil es ja schon ein bisschen beängstigend ist, weil man ja nicht absehen kann, was kommt jetzt auf einen zu, sei es finanziell. Und auch einfach in die Zukunft gesehen, was für ein Ausmaß das haben kann. Deswegen ist es jetzt eigentlich ziemlich erleichternd, das zu hören. Ja. Zu wissen, dass man nicht mit so vielen Bettwanzen geschlafen hat. Am Ende des Tages hat Adam Tesmer noch einen besonderen Kunden. Also der ist komplett am Boden zerstört. Also der war auch beim Arzt, hat irgendwelche Tabletten bekommen zur Beruhigung. Der kommt damit gar nicht klar. Der Kunde hatte ihm diese monatealten Bilder geschickt. Seine Freundin litt unter den typischen Bissverletzungen. Dank eigener Maßnahmen ist die Wohnung aber jetzt frei von Bettwanzen, hofft er. Tesmer, hi. Grüß Sie. Hallo. Hallo. Mike Papendieck hat schon lange keine Bettwanze mehr gesehen. Sie beschäftigen ihn mental dennoch. Wo ich dann rausgefunden habe, dass ich Bettwanzen hatte, habe ich von der Psyche her so einen Juckreiz gekriegt, dass ich dachte, jedes Muttermal wäre schon eine Wanze. So weit war ich schon. Du kannst durchdrehen dadurch. Ja, das ist echt schlimm. Durch aufgekratzte Bettwanzenwunden können Infektionen entstehen. Krankheiten übertragen sie nicht. Ihn belastet am meisten die Vorstellung, dass die Wanzen nachts über ihn laufen. Das ist das Schlimmste überhaupt an der ganzen Sache. Und wenn du das nicht in den Griff kriegst, dich nicht wieder runterfahren kannst damit, dann hast du
du kannst ja nicht flüchten, sag ich mal, oder du möchtest am liebsten flüchten, aber ich habe keine anderen Orte, wo ich jetzt hingehen könnte, also muss ich ja dagegen angehen. Mike Papendick hat in seinem Schlafzimmer doppelseitiges Klebeband ausgelegt, damit die Wanzen dort hängen bleiben, und eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen ergriffen. Sprays eingesetzt, mit Hitze gearbeitet, sein Schlafsofa auseinandergenommen. Da bin ich überall lang gegangen, da habe ich überall lang gewischt. Ich habe einen heißen Lappen genommen, ich habe richtig heißes Wasser genommen, habe daher gewischt, in der Hoffnung, dass sie dann auch durch diese kurze Hitze dann auch so ein bisschen zu Schaden kommen. Das hat mir den ganzen Sommer verhagelt. Jetzt will er wissen, ob die Wanzen weg sind. Okay, wir machen es kurz. Wir holen den Hund. Such, komm! Taylor schnüffelt alle möglichen Bettwanzenverstecke ab. Taylor, hier. Wie lange kann so ein Suchvorgang dauern? 20 Minuten, dann ist er platt. Taylor findet nichts. Feine Mann. Boah, ihr könnt wirklich entspannen. Das ist gut. Und bitte wieder alles zusammenbauen. Ja. Und normal wohnen. Das ist eine Erleichterung pur. Also wirklich. Also das gibt schöne Weihnachten.